bin ich wieder. Und da bin ich wieder. Und ich krieg Essen geliefert. Perfekt. So, wo ist der letzte Boss? Wo ist der letzte Boss? Vielen Dank, Mick. Das ist halt der Vorteil, wenn man bei der Mutter streamt. Kriegt man gleich Essen gebracht. Oben. Ah, guck mal hier. Das sieht doch gut aus. Mal gespannt, ob danach noch eine Stage kommt oder ob wir dann zum Final Boss kommen. Ich glaube, so lang soll das Spiel gar nicht sein, ne? Bumm. Ja, manche Sachen erinnern mich wirklich ein bisschen an Ocarina of Time. Irgendwie gegen die Wand rollen. Zum Beispiel die Szene im Wald. Lauter so ein Kram. Checkpoint. Drei Bosse. Drei Bosse für das eine Licht. Okay. What the fuck? Nix nicht. Was ist verwundbar? Was an ihm ist verwundbar? Entweder der Arm vielleicht? Können wir mal gucken. Probier ich gleich als erstes. Nee. Oder ich habe die falsche Seite vom Arm erwischt. Schauen wir mal. Das ist gerade ein bisschen. Ich habe null Anhaltspunkt, was ich machen soll. So, jetzt bin ich zu lang stehen geblieben. Die Faust hat mich ausgenockt und daraufhin bin ich von diesen Eiskristallen erwischt worden. Fuck, fuck, fuck. Ah. Zu lang versucht, den Pfeil wieder zu kriegen. Mal ein bisschen länger aushalten. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schwachstelle sich erst zeigt, wenn ein bisschen die Pattern abgelaufen ist.
Ich kann auch nicht mal gegen die Kristalle rennen, ne? Was ist hier der Trick? Fehlt mir irgendwas? Moment, ja. Nee, nix, danke. Ja, ja, grad. Danke. Sauron auf Heroin, ja. Fehlt nichts, okay. Fuck. Ich sehe absolut keine Schwachstelle. Ich muss nur schauen, was dir gezeigt wird. Okay. Okay, auf die Fresse. Versuche ich mal. Das heißt, ich müsste gucken, dass ich oben stehe. Und diese Faust kommt. Dass ich unten stehe und hochlaufe am besten. Ja, das war's. Danke. Willst du Hallo sagen? Muss ich hier reingucken? Willst du nicht? Okay. Mutter schämt sich. Danke. So. Mick wollte kryptisch sein und ich hab's gecrashed. Ja, das enttäuscht den Mick bestimmt. Oh. Oh. Hallo Nemo. Jetzt. Ah, fast hätte ich es gehabt. Fast hätte ich es gehabt. Ich gehe auf die polnische Witcher-Schule, aber hallo.
Jetzt, Hermann. Und hier ist der gute Zipper zum Geburtstag gekriegt. Bin der gute Shepard. Und vielen Dank an Carinella, mein Schatz, danke. Das Coole war, ich habe heute mit dem Kai telefoniert. Und ich habe zu ihm gesagt: Ey Kai, ich habe einen Enzivisipper. Und er hat es nicht verstanden. Was ist Enzivisipper? Was ist Enzivisipper? Und ich: Enzivisipper. Und er: Was? Enzivisipper? Was? Enzivisipper. Simmer. Ja, genau. Komm ich hierher? Ich glaube, hier komme ich her, ja. So ein weiter Weg jedes Mal. Ach, Teleport, da habe ich aber eigentlich keinen Bock drauf. Wir haben noch nicht alles erledigt. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich hier nebenher esse. Ich habe echt extrem Hunger. Bratkartoffeln mit Bratwurst. Och nee. Eisfläche? Und irgendwas Magisches ist hier? Hab noch nicht wirklich viel freigeschalten jetzt, ne? Ah, da geht's hoch. Gute Jedi, oh Gott! Ich wette mit euch, ich muss seinen Arsch treffen. 100 Pro muss ich den Arsch treffen. Okay, ich muss da stehen, wo er gegen die Wand rollt, und dann hinter ihn kommen, weil dann liegt sein Arsch frei. Ach, guck mal, ich kann auch hier lang laufen. Wenn ich nicht gegen alles Mögliche rollen würde. So nicht. So nicht. Eieiei. Ahem.
Nein! Fuck it. Ich wollte einen Fall noch aufsammeln. Der dreht sich sofort um. Ach. Ach. Ich hab eine Idee. So nett. Und zwar ist meine Idee, den Pfeil an die Ecke zu schießen. Und wenn er gebounced ist, den Pfeil zu holen. Dass ich einen Pfeil magisch herziehe und ihm in den Arsch. So ein fetter Jedi. Und so schnell. Schnell der rollt. Ich könnte noch mal die Pattern zu Ende laufen lassen und gucken, was passiert. Vielleicht ist er irgendwann kurz dizzy oder sowas. Macht mich fertig, das Spiel. Beim Werfen hinter ihn, da ist sein Arsch, genau. Du kannst loslegen. Der dreht sich halt sofort zu mir um, das ist das Problem. Keine Ahnung. Doch vorhin gesagt, das ist mein Trick. Ich habe schon immer innerlich aufgegeben. Der rollt halt auch sofort los.
Mick, gib Tipp, bitte. Ich verzweifle gerade. Ich. Nee. Nee, geht nicht. Geht nicht, niemals. Ich vermute, das Spiel hat ja die Mechanik, dass der Pfeil hier liegt und du den dann so holen kannst. Und ich vermute, ich muss den so positionieren und den Pfeil dann rechtzeitig holen, dass er den abkriegt, aber das. Jetzt steckt nämlich der scheiß Pfeil fest. Wenn du dich in den Raum stellst und dich nicht bewegst, trifft er dich nicht. Okay, testen wir. Einfach nur stehen bleiben. Pass auf. Hat nicht funktioniert. Aber guter Ansatz. Muss einer rauchen. Nee, du schaffst den bis dahin. Ich bin mal gespannt. Okay, eben. Habt ihr es gesehen? Ich habe den Pfeil wieder geholt. Er ist an seinen Arsch. Aber entweder habe ich ihn nicht richtig getroffen oder es funktioniert so nicht. Schon wieder. Schon wieder. Ich hätte. Es geht so nicht. Also er fliegt nur einmal so, ja? Und Time kann ich dann, ich kann ihn dann so holen wieder. Weil der Pfeil ist quasi wie ein Bumerang, aber ich muss ihn halt, ich muss ihn halt durch Knopfdruck wiederholen. Eine Sekunde, ich mach grad mal schnell den Teller leer. Die Wand ist mein Freund. Okay. Das Problem ist, ich hatte die Idee, ich bleib an der Wand. Sodass, wenn er sich gedreht hat, mir seinen Arsch zustreckt. Jetzt ist es aber so, dass jedes Mal, wenn ich hinter ihm stehe, er sich sofort wieder umdreht. Aber wenn die Wand mein Freund ist, werde ich es weiter versuchen, mein Freund. Muss mal timen. Okay. Dann gucke ich mal.
Hat er nur zwei verschiedene Attacken? Also schauen wir mal. Das wär's fast gewesen. Das hätte sein können. Es ist halt der Bruchteil einer Sekunde, wo ich schnell laden muss und schnell schießen muss. Problem ist, wenn ich ihn jetzt schaffe, ist der Nimor böse. Nimor ist da, perfekt. Also, der Mick hat geschrieben, die Wand ist dein Freund und ich muss richtig timen. Und ich glaube, ich war gerade ein paar Mal kurz davor, dass ich es schaffe. Glaube ich. Schau mal. Das war scheiße. Er hätte doch jetzt treffen müssen. Oder war ich da einfach nur im falschen Winkel? Das hätte doch jetzt passen müssen. Ihr habt's doch gesehen gerade, oder? Trial and Error Boss. Zu spät. Muss schon ballern, das siehst du den Arsch noch nicht, okay? Hab eben beim Landen geschossen. Ich glaube, ich stehe da unten im falschen Winkel. Nein! Den Pfeil liegen lassen. Versuchen, Neva die Tür zu locken. Auf das gerade Stück. Es war zu schwach, weil ich nicht genug Zeit hatte aufzuladen. Ich hab grad nicht gerafft, was passiert ist.
Ich hab gedacht, ich wäre schon tot, da war ich noch nicht tot. Ich glaube, er war nicht länger am Warten, sondern er hat dann gefeuert. Hat mich gepoppelt. Ja, doch, er steht länger da nach dem dritten. Jetzt. Beating the Yeti ist eine Trophy und die hat einen Arsch als Symbol. Danke. Also war die Taktik von Mick. Ja, er ist easy. Es ist halt nur Trial and Error. Manchmal klappt es, manchmal nicht. Gute Fistbump. Warum auch immer der Smiley auf der PlayStation anders dargestellt wird, aber okay. Ich steck fest. Ist jetzt kein Scheiß, ich steck fest. Ah. Schade, dass ihr das hier im Video nicht sehen könnt. Die Smileys. Aber es sieht sehr schön aus. Zwei Kirbys, die sich gegenüberstehen, in der Mitte ein Herz. Hier ist gar nichts, oder? Ach, da kann ich hochklettern links. Schon wieder so eine verwirrende Wand, wo ich noch keinen Plan habe, was abgeht. Aber ich habe eine Idee, wie ich die Eisfelsen kaputt krieg auf dieser Eisfläche. Und zwar durch Rollen. Hi Nico, servus. Willkommen im Stream. So. Ne. Okay, ne, hier geht irgendwie, funktioniert nicht. Will nicht funktionieren. Die Frage ist halt, ist hier überhaupt was? Aber wahrscheinlich wird hier was sein. Wegen dem dritten Checkpoint, den ich noch nicht freigeschalten habe. Kann ich vielleicht von hier oben...
geht sicher gleich ein Licht auf. Nico, ich keine Ahnung, wie lange ich noch stream. Danke für den Hinweis, Mick. Lass mal gucken, was hier passiert, wenn ich alle anmache. Vielleicht noch eine halbe Stunde, Stunde, ich weiß noch nicht. Je nachdem. Was hier noch passiert, wie ich vorankomme. Aber langsam wird's anstrengend. So, ne, hier ist erstmal gar nichts passiert. Ach, der gute Mick mit seinen hilfreichen Tipps. Bester Mann. Nein! Depp. Was für Tipps mit dem Licht? Och nee, was? Nee. Das ist mir viel zu 3D. Ah! Ich muss seinen Schwanz treffen, okay. Ist die Höhle jetzt auf? Gott sei Dank. Hab schon gedacht, ich muss die Scheiße jedes Mal machen. Der hat mich geröstet im Wasser. Ist das die Diva? Der Smiley? Soll das Diva sein? Nee, oder? Ich glaube, dafür sind die Haare zu lang. Hopp, greif an. Nein! Das wär's gewesen. Sieht so komisch aus, weil der Boss mehr dreidimensional ist. Passt irgendwie nicht so ins Gesamtbild. Das war halt dumm. Ne? Das war halt dumm. Thank you.
Fuck. Zu langsam. Also nach drei Dingern kommt der Elektro. Von dir sieht man auch nur den Kopf. Lass ihn in Ruhe, okay? Moment, Carinella, ich habe das gar nicht gelesen. Wie war oberhalb vom Yeti? Ja, da war so ein Raum. So Räume habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber da kann ich noch nichts machen. Keine Ahnung. Muss für den Boss hier ist das Geheimnis echt das richtige Timing finden. Ich glaube, der pinkne Kristallschwanz bleibt noch ein bisschen oben. Sah eben so aus, dass er für eine Sekunde ungefähr über Wasser noch bleibt. Ajo. Jetzt. Das war sehr gut. Ach, danke, Nemo. Oder meinst du, Carinella, in der Höhle, wo die Yeti drin war? Alter, ich kann dir das mal kurz zeigen, was da war. Was ich eben gemeint habe. Also der Yeti war ja hier, ne? Und wenn man hochgeht... Ist das das Stück, was du hier gerade siehst, was du meinst? Weil hier ist diese Höhle, ne? Und da, keine Ahnung. Oder meinst du die restliche Treppe? Weil da war der erste Boss, den wir hier in der Gegend gemacht haben. Ah, okay. Dann war es das hier. Ja, ich weiß nicht, genau, ich weiß nicht, was die Räume machen. Keine Ahnung. Hopp. Ah, danke. Moment. Sorry, falls das laut war. So. Damit hätten wir alle drei Bosse hier gemacht. Und jetzt können wir entweder ganz zurück. Wo ich jetzt keine Ahnung habe, wie wir da hinkommen. Oder wir nehmen diesen... Aufzug in die Hölle. Wo ich auch nicht mehr weiß, wie wir da hingekommen sind. Ich glaube, das war hier. Hui! Ja, genau hier.
ganz schön kühl hier. Das geht mir schon viel zu weit, ne? Ah, seht ihr, da ist schon wieder so ein Raum hier. Der hier. Ich meine, wir haben hier so ein Augesymbol und hier so drei, keine Ahnung, was genau. Ich gehe da jetzt auch noch nicht raus auf der anderen Seite. Weil ich habe mich hier ja noch gar nicht richtig umgeschaut. Ne? Hier könnten wir runterklettern. Kommen dann an genau derselben Stelle wieder raus. Ah, drei Bosse, okay. Boing. Schick geboint. Okay. Hier ist der erste Boss. Yeah, ihr Gitarre! Die Wand ist hier wieder mein Freund. Ich muss nur den richtigen Winkel erwischen. Und in die richtige Tür laufen. Da fängt es halt schon mal an. Boah, ist die schnell! Wie der Jedi ohne Arsch, ja. Hier ist Auge und Arsch. Ein und dasselbe. Das scheiß Auge ist so schnell. Also wer von euch im Chat einen No-Death-Run schafft, der hat meinen größten Respekt hier. Andere Taktik. Da hätte ich rollen müssen. Genau, wenn es landet, kann ich es treffen. Allerdings muss ich. Ist gerade schwer zu erklären. Ich muss warten, bis es landet und dann erstmal aus dem Weg sein. Und dann hoffen, dass das Auge in meine Richtung guckt. Oh, netten die Flammen fallen. Da fängt es auch schon mal an. Brauchst halt wirklich Glück, dass es so landet, dass man das Auge sieht. Ich kann jetzt nicht sagen, ich muss mich direkt hinten dran stellen oder vorne dran stellen, ich muss einfach nur hoffen, dass es richtig dasteht. Dreh dich zu mir! Ah, habt ihr das gesehen? Das fast hätte es geklappt. Unten Wand. Laufen, rechts schießen. Okay.
So habe ich mir das nicht vorgestellt. Derweil nach links laufen, nach rechts schießen. Okay. Nee, nee, schon okay. Es kommt halt immer drauf an, ne, wie er landet. Probieren wir es mal. Nach links dann, ne? Hopp, guck mich an. Der hat jetzt nicht einmal zu mir geschaut, nicht einmal. Ist aber cool, ne? So offensichtlich, wie er zu besiegen ist. Aber doch so tricky irgendwo. Ja, Glückssache, das ist ein bisschen doof gerade. Ich glaube, das ist so ein Hassgegner bei Speedrunnern. Da! Puh, endlich. Ich vergesse immer den Pfeil nochmal rauszuziehen. So! Wir haben 8:30. Gehe ich jetzt schnell noch eine rauchen. Und dann streamen wir noch eine halbe Stunde, würde ich sagen, bis 9, oder? 9 ist eine gute Uhrzeit. Bleibt mal hier stehen für gute Musik. Sehen uns gleich.